Wunderbar. Alle Systeme, auch Verteidigungslaser, deaktiviert. Oh Gott. Ja, ich weiß nicht, ob ich den drin lasse, je nachdem, was passiert. Stich auf den. Naja, das war kacke. Ich dachte, der geht nach oben links so. So, wir machen mal einen Laserwirbel. Ich lasse den Kampf drin, damit er auch mal die Attacke sieht. Laserwirbel ist halt vom Typ her dunkel und greift alle Gegner an. Hat nur keinen Schaden gemacht, weil die oben anscheinend immun dagegen sind. So, bitte das Ding noch. Erstmal die von dem einen Typ ausschalten. Was ist das? Ach, Nahkampfangriff von ihm. Okay. So, die anderen zwei sind auch kein Problem mehr. Ich meine, die kriegen mehr Schaden von unseren Attacken. Ja. Okay, mit denen auch noch. Das war ein Critical, glaube ich. Hat aber nicht viel Schaden gemacht. Und er haut sowieso gut rein. 200 Erfahrungspunkte fast, 5 Deckpoints, Gold und eine neue Stufe für Robo. Aber ich meine, wir haben jetzt hier irgendwo was geöffnet. Ja, eine geheime Leiter, die übersieht man sehr, sehr leicht. So, aber ich glaube, hier müssen wir noch gar nicht hin. Deswegen gehe ich hier nochmal hoch und gucke erstmal, was es hier noch so gibt. Und hoffe, dass wir nicht wieder angegriffen werden. So. Ja, wir gucken erstmal, was oben ist. Okay, hier waren wir schon mal. Das ist quasi ein Rundgang. Geht's noch weiter hoch? Ach so, ja, klar. Dumm. Und jetzt das Ganze nochmal. Noch zweimal runter. Wenn ich sehen will, was ganz unten im Labor ist. Obwohl, ich kann es mir eigentlich schon denken. Ich denke, das geht schneller. Ja, von der Animation her geht es definitiv schneller. Was haben wir hier? Gut. Ein Plasma-Gewehr. Das wäre für Luca. Was sagst du? Verriegelungssystem Zabi in Betrieb. Passwort eingeben. Das ist ein wenig komplizierter. Zabi. Moment, ich gebe mal gerade irgendeinen Käse ein, damit das aufhört. Ja, wir finden hier eine Notiz, wie das geht. Ich meine, wir müssten das halt wie das Passwort, was wir schon mal eingegeben haben, eingeben. Nur, ich bin mir nicht mehr sicher, wie das Passwort war und außerdem wäre es unfair, wenn wir das einfach so eingeben könnten. So, hoch. Ja, da müssen wir anscheinend doch erstmal in die Fabrik. Das soll mir ganz recht sein. Und noch eins höher. Ich meine, uns geht es ja noch ganz gut. Also ein bisschen können wir noch ertragen hier. Wie sieht es eigentlich aus? Ganz genau. Ja, ein bisschen HP haben wir verloren, aber das machen wir jetzt mit einem... Können wir eigentlich auch die Doppeltech außerhalb des Kampfes benutzen? Nein. Ja, komm, dann machen wir Aura auf ihn. Und damit sind wir eigentlich wieder ganz fit. So. Aber da ich faul bin und keinen Bock auf Kämpfen habe, haha. So. Runter da. Ab in die Fabrik. So, ja, jetzt beginnt ja ein Kampf der Verwirrung. Ich meine, man konnte hier ganz gute Sachen finden. Genau, einen mittleren Äther. Was ist das? Keine Ahnung. Knöpfe? Nein. Ah, hier geht's weiter. Aber das Ding ist im Weg. Ja, ich weiß auch, wie wir das wegkriegen, circa. Ja, hier kommen wir auch nicht drauf. Das sind übrigens, ich sag mal, kaputte Roboter, die können uns nichts tun. So. Hilfe, der Kran kommt. Ach Gott. Ja. Wo landen wir? Im Kampf. Wunderbar. Proto 3. Ja, ja, wir machen mal eine Doppeltechnik. Raketenrolle. Hoffentlich reicht das. So, ist quasi auch ein AOE-Angriff und macht halt Schaden. Guten Schaden. Natürlich überlebt er das. Komm, Male, zeig, was du kannst. Das war gut. Aber anscheinend nicht gut genug.
Wir machen das mal dahin. Ich hab's irgendwie lieber, wenn das unten ist. So. 33 Erfahrungspunkte, ein Tech-Punkt, 60 Gold, ist in Ordnung. So, falls noch so ein Ding kommt, schneide ich den wieder raus. Und ich denke, jetzt kommt noch so ein Ding. Okay, den lasse ich dann drin, weil es ein neuer Gegnertyp ist und... Na, was soll's, ist ja nicht so schlimm. So, bitte mach die anderen zwei kaputt. Bitte? Nein. Na, was will man erwarten? Male, greif mal den in der Mitte an. Du versuchst mit den Laserwirbeln. Mal gucken, ob Dunkel, also Schattenelement, was gegen Roboter macht. Ich bezweifle es. Ich glaube sogar, das heilt die. Ne, es macht guten Schaden. Bums, bums. Und du musst natürlich einen auf harter Junge machen. So, weg mit dir. Ach ja, Erfahrungspunkte, Tech-Punkte, 160 Gold, Maler erreicht nächste Stufe, wunderbar. Nee, nicht noch ein Ding. Ja, den werde ich aber rausschneiden. So, ob ihr es glaubt oder nicht, aber die Viecher haben gerade ganz schön Stress gemacht. Wir müssen uns eigentlich ziemlich dringend mal heilen. Das heißt, was heißt die Viecher? Dieses Proto-3-Ding hat einen ziemlich starken Angriff gehabt. So, Kraftstrahl ist, glaube ich, stärker. 118, ja, ein bisschen stärker. Okay. Wir versuchen uns mal hier rüber zu schleichen. Ja. Ein Äther. Absteigen will ich. Oder auch nicht. Ich hoffe, der Kran packt uns jetzt nicht wieder. Dann gehe ich lieber schnell raus da. Ja, ich bin gerade ein bisschen verwirrt von dem Rundgang. Mussten wir da irgendwo abspringen? Ich bin mir nicht sicher. Ich weiß auf jeden Fall, dass wir hier nach links müssen irgendwie. Kann man doch vielleicht hier durch? Ne, da geht's nicht vorwärts. Und hier haben wir nur die Kiste gehabt. Jeff mal wieder ein paar Zweifel. So, vielleicht? Nein. Ja, aber hier kamen wir nicht weiter. Da müssen wir für... in den Raum oben. Oh, ja. Da bin ich gar nicht drauf gekommen. Okay. Ein Robin Hood, ja. Klingt doof, ist aber die Waffe für sie. Sie ist ja so Armbrustschütze. So. Aber hier können wir gar nichts machen eigentlich. Nee. Sind wir hier auch noch nicht richtig. Ich glaube ja echt noch, dass wir diese Rundfahrt machen müssen und irgendwo abspringen müssen, aber ich laufe mal das Band lang und gucke, ob uns das was bringen würde. Nein, ich bin hier falsch. So, wenn wir hier lang gehen. Von da unten ist eine Brücke. Da hätte ich irgendwo lang gehen können. Ach, das heißt, ich muss wohl nochmal fahren. Ja, yep, und da kommt der Kran wieder. Wir haben das System verstopft und müssen dafür leiden. Ich werde aber die Kämpfe jetzt alle rausschneiden. So, hier sind wir wieder. Diesmal war es sogar besser und ich habe den Raum hier total übersehen. Ich heile mich trotzdem mal, auch wenn das nur Käfer sind. Und zwar mit den Medikamenten, damit ich mir das endlich mal angewöhne. So, und hier und da und dort. So, ja, Käfer, lass mich in Ruhe und lebend. Bitte, 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 bitte. So. Wunderbar. Ja, hier wollten wir hin. Das ist so die Brücke, wo wir drauf sollten. So, und jetzt haben wir hier so ein paar Räume. Und ein Medtonic. Und was haben wir hier drin? Ein Computer. Computer sind immer gut. Kontrollcode für den Kran. Code 00XA. Das wäre diese Taste und diese Taste. Und BB. XABB. Kann ich mir merken. XAB. XAB ist gut. So, oh, ja, die kann ich evaden. 400 Gold. Jo, oder auch nicht. Na egal, zwei Proto 3s. Das Problem ist, die haben eine Attacke, die verdammt stark ist. Ich versuche mein Glück.
Wusch, 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 wusch. So. Kommt da noch was? So, jetzt haben wir noch einen vor uns. Ach, der ist auch kein Problem, hoffe ich. 87. Xab war der Code, glaube ich. Xab. So. Jetzt muss ich nur überlegen, wo ist der Kran? Ich glaube, hier ist der Kran drin. Ja. Das ist der Kran, nur man sieht jetzt noch nicht viel davon. Eine Unterkunft, ein Äther. Und das dürfte der Kran sein. So, X. A. X. A. So. So, Fass Nummer 1 beseitigt. Können wir jetzt wieder? Signator für den Kran, ja? B, B. Wunderbar. So, das können wir jetzt leider nicht skippen, weil eigentlich sind wir jetzt fertig, wenn der Kran seine Bewegung da macht. Hier machen soll. Zack. So. Vielen Dank, Kran. Und bitte jetzt nicht mehr uns wegschieben. Aber wir dürfen ja jetzt sowieso lang kommen und müssen eigentlich auch gar nicht mehr aufs Band. Wir gehen einfach mal wieder Proto 3 hinterher. Zack und durch. Hier. Hier sind wir und wir haben wieder einen Computer gefunden, der uns wieder Bolzenklinge. Bolzenklinge? Hab ich richtig gelesen? Ja, Bolzenklinge. Ja, wir sind wieder am neuen Computer, der uns wahrscheinlich wieder irgendeinen super Code verraten wird. Ich denke mal diesen Xabi-Code. Letzter Sperrcode für Verteidigung. Xabi ist Xabi. Habe ich mir schon gedacht. Übersetzung. Xabi. Das ist... Ja, wow. Xabi. Das müsste... Ich bin gerade im Kopf schon am Durchgehen, welche Tasten ich dann drücken muss. Aber ist ja nicht so schwer. Ah, jetzt müssen wir wieder hier rum runter. Ja, das ist einfach. Wow. Der Käfer uns ausgewichen ist. Nett. No. Egal, ein Stich rein, ein Laserstrahl und das war's. Stich? Obwohl, ein Zyklon trifft, glaube ich, besser. Ne, tut er nicht. Mal sehen, ob die überhaupt vom Zyklon schon sterben. Vielleicht reicht dann auch ein normaler Schlag vom Roboter. Doch, trifft alle vier, wunderbar. Sah aber so aus, als ob der nur drei angezeigt hat. Ach, besser geht's nicht, ne? 104 Erfahrungspunkte, 4 Tech-Punkte, Heilung. So, wollen wir mal sehen, was es noch hier gibt. Ja. Nein. Nein. Okay, ich werde noch einen Schnitt machen. So, ich kann euch sagen, dass wir ungewollt mehr als genug bis jetzt gelevelt haben. Miau. Miau. Ich guck mal die Stufen von uns an. 14, 12, 13. Es sagt ja schon alles. Wir haben unnötig viel Erfahrung bekommen hier. So, einfach nach unten und raus hier. Das, die Leiter ist leider nicht offen. Da war so eine versteckte Leiter wieder. So, was wir jetzt machen werden. Wir gehen wieder ins Labor und geben Xabi ein. Wir müssen aber den Kampf hier rausschneiden. So, wir sind wieder unterwegs. Ich glaube jetzt einfach ein Stockwerk weiter nach unten. Ne, hier war der Safe Point, okay. Ja, ich will jetzt noch nicht speichern. Ich will erstmal meine Unterkunft benutzen. Da. Und dann will ich speichern. Jenseits der Ruinen, die Ruinen der Fabrik. Wunderbar. Noch eins nach unten. Ich glaube sogar noch zwei nach unten. Aber hier werden wir die Leiter benutzen. Ich hoffe, wir werden nicht von irgend so Schleimviechern angegriffen. Ne, werden wir nicht. Okay.
Xabi. So. X, A, B, Y. Wunderbar. Hoch und... Ja, das sieht aus wie so ein Riesenklotz. Ich tippe mal auf einen Generator. Ja. Was ist? Was passiert hier? Alarm-Sicherheitssystem spielt verrückt. Sofort evakuieren. Das klingt gut. Ja, oh Gott. Wären sie jetzt einfach durchgerannt, wäre das nicht nötig gewesen. Beeilung, jetzt. So, der flippt total aus.